Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes Sensorreferenzspannung D Schaltkreisbereich Leistung. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Dies kann Fahrzeuge von Ford, Chevrolet, Honda und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Wenn in Ihrem OBDI-Fahrzeug ein P06A9-Code gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM ein Referenzspeicher Spannungssignal außerhalb des Bereichs oder ein Leistungsproblem mit einem bestimmten Sensor erkannt hat, der die Bezeichnung D erhalten hat. Der betreffende Sensor ist normalerweise dem Automatikgetriebe, dem Verteilergetriebe oder einem der Differentiale zugeordnet. Ein spezifischerer Sensorcode wird fast immer diesem Code beiliegen. Der P06A9 fügt hinzu, dass die Spannung des Sensorreferenzkreises außerhalb des Bereichs oder der erwarteten Leistung liegt, wenden Sie sich an eine zuverlässige lässige Fahrzeuginformationsquelle zum Beispiel All Data die um den Standort und die Funktion des Desensors für das betreffende Fahrzeug zu bestimmen es besteht der Verdacht dass ein PCM-Programmierfehler aufgetreten ist wenn der P06A9 alleine gespeichert wird Sie müssen alle anderen Sensorcodes diagnostizieren und reparieren bevor Sie den P06A9 diagnostizieren und reparieren können beachten Sie jedoch den Zustand der Bereichsleistungsreferenzspannung der betreffende Sensor wird über einen geschalteten Stromkreis bei eingeschaltetem Schlüssel mit einer Referenzspannung normalerweise 5 Volt versorgt. Es wird auch ein Erdungssignal geben. Der Sensor hat entweder einen variablen Widerstand oder einen elektromagnetischen Widerstand und vervollständigt den Stromkreis. Der Sensorwiderstand sollte abnehmen, wenn Druck, Temperatur oder Geschwindigkeit erhöht werden und umgekehrt, wenn sich der Sensorwiderstand ändert unter verschiedenen Bedingungen erhält das PCM ein Eingangsspannungssignal. Beispielfoto eines PCM. Wenn das vom PCM empfangene Eingangsspannungssignal außerhalb der erwarteten Parameter liegt, wird ein P06A9 gespeichert. Eine Störungsanzeigelampe MIL kann ebenfalls aufleuchten. Einige Fahrzeuge benötigen mehrere Fahrzyklen mit einem Fehler, damit die MIL leuchtet. Lassen Sie das PCM in den Bereitschaftsmodus wechseln, bevor Sie eine erfolgreiche Reparatur in Betracht ziehen. Löschen Sie einfach den Code, nachdem Reparaturen durchgeführt wurden, und fahren Sie das Fahrzeug normal. Wenn das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselt, war die Reparatur erfolgreich. Wenn der Code zurückgesetzt wird, wechselt das PCM nicht in den Bereitschaftsmodus und Sie wissen, dass eine Fehlfunktion weiterhin besteht. Schwere Grad und Amp Symptome. Der schwere Grad dieses Fehlercodes hängt davon ab, bei welcher Sensorschaltung die abnormale Spannungssituation auf. Auftritt, andere gespeicherte Codes müssen berücksichtigt werden, bevor eine Bestimmung des Schweregrads vorgenommen werden kann. Zu den Symptomen eines P06A9-Codes können gehören, Fehler beim Umschalten des Getriebes zwischen Sport- und Sparmodus Getriebeschaltstörungen verzögerter oder kein Übertragungseingriff Fehler beim Umschalten des Getriebes zwischen Allrad- und Zweiradantrieb Fehler beim Schalten des Verteilergetriebes vom niedrigen in den hohen Gang fehlender Eingriff des vorderen Differenzials fehlender Eingriff der Vorderradnabe fehlerhafter oder nicht funktionsfähiger Tacho -Kilometerzähler Ursachen, mögliche Ursachen für diesen Motorcode sind schlechter Sensordefekte oder durchgebrannte Sicherungen und oder Schmelzverbindungen Systemrelais -Defekt Unterbrechungen und oder Steckverbinder Diagnose und Reparaturverfahren zur Diagnose eines gespeicherten Codes P06A9 werden ein Diagnosescanner ein digitales Volt-Ohm-Meter dv und eine vertrauenswürdige Fahrzeuginformationsquelle wie Aldata diy. Benötigt, ein tragbares Oszilloskop kann sich auch bei Ihrer Diagnose als hilfreich erweisen. Wenden Sie sich zunächst an Ihre Fahrzeuginformationsquelle, um den Standort und die Funktion des betreffenden Sensors in Bezug auf Ihr bestimmtes Fahrzeug zu bestimmen. Führen Sie eine Sichtprüfung der Kabelbäume und Steckverbinder des Sensorsystems durch. Reparieren oder ersetzen Sie beschädigte oder verbrannte Kabel, Steckverbinder und Komponenten nach Bedarf. Schließen Sie zweitens den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Fehlercodes und Standbilddaten ab. Notieren Sie sich die Codes zusammen mit der Reihenfolge, in der sie gespeichert wurden und den zugehörigen Standbilddaten, da sich diese Informationen als hilfreich erweisen können, wenn sich herausstellt, dass der Code intermittierend ist. Jetzt können Sie fortfahren und den Code löschen. Testen Sie das Fahrzeug anschließend, um festzustellen, ob es sofort zurückgesetzt wird. Wenn der Code sofort zurückgesetzt wird, testen Sie mit dem DVOM die Referenzspannung und die Erdungssignale am betreffenden Sensor normalerweise erwarten Sie 5 Volt und eine Masse am Sensoranschluss. Fahren Sie mit dem Testen des Sensorwiderstands und der Durchgangsspegel fort. Wenn die Spannungs- und Erdungssignale am Sensorstecker vorhanden sind, erhalten Sie Testspezifikationen aus Ihrer Fahrzeuginformationsquelle und vergleichen Sie Ihre tatsächlichen Ergebnisse mit diesen. Sensoren, die diesen Spezifikationen nicht entsprechen, sollten ersetzt werden, trennen Sie alle zugehörigen Steuerungen von den Systemstromkreisen, bevor Sie den Widerstand mit dem DVOM testen, andernfalls kann der PCM beschädigt werden, wenn die Referenzspannung niedrig ist am Sensor, überprüfen Sie mit dem DVOM den Stromkreiswiderstand und den Durchgang zwischen Sensor und PCM, ersetzen Sie offene oder kurzgeschlossene Stromkreise nach Bedarf, wenn der betreffende Sensor elektromagnetisch mit einem hin- und hergehenden Signal ist, verwenden Sie das Oszilloskop, um Live-Daten zu überwachen, konzentrieren Sie sich auf Störungen und vollständig offene Stromkreise, zusätzliche diagnostische Hinweise. Diese Art von Code wird im Allgemeinen als Unterstützung für einen spezifischeren Code bereitgestellt. Ein gespeicherter Code P06A9 ist normalerweise dem Antriebsstrang zugeordnet.